Kofa auf dem Sofa. Der Podcast mit Sibylle Stippler und Jens Breuer. Herzlich willkommen hier bei Kofa auf dem Sofa. Heute ist Mittwoch, der 9. Februar und an meiner Seite sitzt auch diesmal wieder Sibylle Stippler. Hallo Sibylle. Hallo Jens und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie wieder dabei sind. Tja, es ist nicht das erste Mal, dass wir in unserem Podcast über den Fachkräftemangel sprechen, natürlich, wie auch, denn das Thema, das betrifft uns ja schließlich so ziemlich alle. Aber es ist das erste Mal, dass wir mit einem Mythos aufräumen wollen und der heißt, attraktive und flexible Arbeitsbedingungen sind nur in bestimmten Branchen möglich. Das ist ja gerade auch jetzt in der Pandemie nochmal ein Riesenthema. Wir haben ja hier auch im Podcast schon oft über Homeoffice und über alle möglichen Arten der Arbeitserleichterung gesprochen während der Pandemie. Und dann kommt zu Recht ja auch oft der Ruf, ja, aber wie ist es denn im Handwerk? Geht das denn da auch? Das sollten wir vielleicht mal ganz konkret machen. Wenn ich also zum Beispiel morgens zum Bäcker gehe, ne, dann liegen die Brötchen ja schon fertig im Regal, duften da so vor sich hin und alles ganz wunderbar und appetitlich. Das bedeutet aber auf der anderen Seite auch, dass der Bäcker ja schon vorher, also viele Stunden vorher schon mitten in der Nacht wahrscheinlich zugange gewesen sein muss, wenn ich da auflaufe. Und der hat schon wieder Feierabend, wenn ich quasi in die Bäckerei reingehe. Da kann man jetzt natürlich eigentlich nur drüber lachen, wenn wir jetzt sagen, Mensch, du, mach doch mal flexible Arbeitszeit, denn die Brötchen müssen mal fertig sein, wenn die Brötchen fertig sein müssen. Ist das denn trotzdem möglich? Ja, also ich habe das auch immer gedacht. Ich dachte, habe das auch meinen Kindern immer erzählt. Ja, Bäcker, ne, guck mal, der ist jetzt schon seit 4 Uhr morgens auf den Beinen und du kannst noch im kuscheligen Bett liegen und so. Und ich glaube, das sind ja auch Geschichten, die wir uns immer wieder erzählen und deshalb auch glauben. Dann habe ich aber was gelesen im Spiegel und dann auch noch in der Deutschen Handwerkszeitung, dass es durchaus möglich ist. Es gibt nämlich Bäcker, die machen das ganz anders. Die haben sich mal ihre Arbeitsabläufe angeguckt und zum Beispiel kann eine kühlere, aber längere Teigruhe, ne, dazu führen, dass ich gar nicht so früh aufstehen muss, um den Hefeteig anzusetzen, sondern ich mache den schon am Vortag und backe den dann erst morgens. Ja. Auf solche Ideen kann man ja mal kommen und das auch mal ausprobieren. Das war schon fachlich voll im Thema drin. Ich habe nämlich auch schon ja, dazu sagen, weil es gibt ja mittlerweile so, dass viele Bäckereien noch tatsächlich die fertigen Rohlinge morgens aufbacken. Nur noch sozusagen die Bäckereifachverkäuferin oder der Bäckereifachverkäufer haut das Ganze dann eben in den Ofen. Und man kriegt es natürlich genauso frisch, als würde es aus der Backstube direkt kommen. Mit dem Vorteil, dass der Bäcker das möglicherweise auch schon mal Abend vorher machen kann und dann eben auch mal ausschlafen kann. Ne? Ganz genau. Also es ist auch nicht so, dass so vorgefertigte Industrieware dann nur morgens frisch aufgebacken werden kann, sondern man kann auch richtige Handwerksbackstücke sozusagen kriegen, wenn man einfach ein bisschen andere Verfahren anwendet. Das hängt natürlich wieder von vielen Einzelheiten ab. Habe ich jetzt noch ein paar Filialen als Bäcker, die ich beliefern muss und so, dann muss ich natürlich schon was früher anfangen. Aber ich glaube, was man daran sieht, ist, sich einfach so hinzustellen und zu sagen, auch als Chef oder als Chefin, boah, das war hier bei uns schon immer so, ne? Man muss halt hier mitten in der Nacht anfangen. Das führt nicht unbedingt weiter. Man kann auch mal neue Wege ausprobieren. Nee, das führt vor allem nicht weiter, wenn man sich überlegt, dass man ja auch Auszubildende möglicherweise sucht, die nächsten 40 Jahre oder so mit der Perspektive aufstehen, morgens um 2:30 oder so aufstehen zu müssen. Das würde mich jetzt nicht wahnsinnig reizen, weil sich das ja eben einfach auch schlecht mit dem Familienleben vereinbaren lässt sonst. Absolut. Und das zeigen ja auch die Zahlen vom Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks. Die beziehen sich da auf das Bundesinstitut für Berufsbildung, BIP. Und da blieben im Jahr 2020 bei den Fachverkäuferinnen im Bäckerhandwerk fast 50% der Stellen unbesetzt und bei den Bäckerinnen und Bäckern fast 30% der Stellen. Und das liegt mit Sicherheit eben auch an dem Ruf, der den Arbeitsbedingungen da vorauseilt. Also laut Kofa-Datenbank sind es auch zum Jahresende jetzt 2021 3.601 offene Stelle im Bereich Bäckereien und Konditoreien gewesen. Übrigens nicht nur dort, ne, es ist ja auch in anderen Bereichen ist der Fachkräftemangel groß. Tischlereibetriebe zum Beispiel, da waren zum Jahresende 13.100 Stellen ohne Personal. Das muss man sich mal vorstellen, was das eben bedeutet. Auch eben in Zeiten von jeder weiß, der heutzutage irgendwie mal einen Handwerker braucht, wie lange er da warten muss. Es macht die Sache nicht unbedingt leichter. Und die Perspektive ist da, also ich sag mal, tief schwarz, was das angeht, offensichtlich. Ja, genau. Und deshalb wollen wir heute ja mal auf Betriebe gucken, die das anders machen, die das anders hinkriegen und die Arbeitsbedingungen auf den Prüfstand stellen und eben auch teilweise Hierarchien sogar richtig auf den Prüfstand stellen. Ja, und wo du gerade die Tischlerbetriebe erwähnt hast, da gibt es hier bei uns in Köln eine Tischlerei M3 und die sind wirklich ein ganz kleiner Betrieb mit 6 Angestellten und 4 Auszubildenden. Und da hat der Chef, der Norbert Miesner, sich überlegt, ich möchte irgendwie hier nicht der alleinige Chef sein, der hier permanent irgendwie nur Aufträge verteilt, sondern der hat im Grunde Hierarchie abgeschafft, hat ein großes Board mitten in die Werkstatt gehängt und da steht immer dran, wer für welchen Auftrag wirklich verantwortlich ist. Und dann jeden Morgen muss jeder Mitarbeiter 3 Fragen beantworten, auch in der großen Runde.
Was habe ich gestern erreicht? Was hat mich davon abgehalten, das Ziel zu erreichen? Und was will ich heute erreichen? Und damit gibt es halt schon direkt viel mehr Kommunikation, ne? Und viel mehr auch so Selbsteinschätzung in einem kleinen Handwerksbetrieb. Also sozusagen die Hierarchie aufgebrochen und alles eher so auf Basis von Projektverantwortlichen oder in Projekten überhaupt organisiert. Das ist in Tischlereien damit offensichtlich möglich. Am Hoch 3 zeigt das ja. Wir haben noch ein anderes Beispiel, und zwar die Bäckerei Hansen. Die sitzen in Wiek auf Föhr und Geschäftsführer Volker Hansen hat sich irgendwann gesagt, Mensch, wir stehen hier so vielen Problemen heutzutage im Bäckerhandwerk gegenüber. Es muss doch aber weitergehen. Das Handwerk muss weiterleben. Und deswegen hat auch er in seiner Bäckerei New Work eingeführt. Und das war nicht nur möglich, wie er bewiesen hat, sondern sogar nötig. Vor allen Dingen ist New Work für uns ein Weg, über alles nachzudenken. Ganz doll über die Hierarchie, weil die Hierarchie ist eine reine Ordnungsstrategie, die aus Erwartungen, Belehrungen, Kontrolle besteht. Sie ist sehr steif und ich glaube, die Hierarchie ist vor allen Dingen am Ende, weil sie vor allen Dingen mit komplexen Dingen nicht mehr umgehen kann. Die Welt ist viel zu schnelllebig, sie dreht sich schneller. Wir brauchen das Potenzial der Menschen wieder, ohne dass die Menschen es einfach abarbeiten. Und diese neue Ordnungsstruktur versuchen wir zu entwickeln, neue Wege zu finden. Das ist vor allen Dingen zurzeit unser Weg. Das ist natürlich ganz interessant bei so Traditionsbetrieben, sind ja häufig auch Familienbetriebe, bei denen das jetzt dann stattfinden soll. Ist das nicht ein ziemlich radikaler Turn, wenn man von einem Familienunternehmen, vielleicht aus einem Patriarchat sozusagen, eine kooperative Führung plötzlich entwickeln möchte? Das mag so erscheinen und ich finde, das kann man sich auch mal richtig auf der Zunge zergehen lassen, was Herr Hansen da sagt. Also er spricht über New Work, wo wir, glaube ich, fast durchgängig erstmal hippe Startups in deutschen Großstädten assoziieren, die sich in Lounge-Möbeln lümmeln und dann mittags den Kickertisch hervorziehen. Aber er macht es total konkret und er sagt, es geht ihm hier um die Menschen, Abläufe nochmal in Frage zu stellen. Und ich glaube, darin sind gerade die kleinen Familienbetriebe gut, dass die eben ihre Leute in den Vordergrund stellen und gucken, was sind denn auch die privaten Rahmenbedingungen, was sind so Wünsche meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also ich würde sagen, das widerspricht sich überhaupt nicht, sondern es geht hier darum, gerade Selbstständigkeit, Freiheit, Teilhabe zu fördern. Also Kerndinge, die im Handwerk möglich sein können. Wir haben Volker Hansen auch mal gefragt, warum gerade das Bäckerhandwerk aus seiner Sicht einen so großen Bedarf an New Work hat. Ich glaube, wir stehen im Bäckerhandwerk vor richtig großen Aufgaben, vor vielen Veränderungen, die so vielfältig sind an so viel Schrauben, weil wir vom Einkauf über Marketing, Produktauswahl, Angebot alles in der Hand haben. Wir haben ein wahnsinnig großes Feld zur Verfügung, das wir nutzen dürfen. Das werden wir in Zukunft unmöglich nutzen können, wenn wir nicht das gesamte Potenzial der Leute, der Mannschaft mit einbeziehen dürfen. Und das wird sich auch nur entfalten und in Zukunft entfalten können, wenn wir neue Wege gehen, wenn wir neue Strukturen finden, in denen die Menschen sich auch wieder einbringen können, einbringen dürfen, einbringen wollen. Dazu braucht es neue Wege, neue Veränderungen. Dann steht einfach wieder, wie ich schon anfangs erwähnte, ein ganz neues Potenzial für alle zur Verfügung. Und wir werden gemeinsam wachsen und dann auch letztendlich überleben. Das klingt schon drastisch, ne? Also überleben, sagt er sogar. In Zeiten von Discounterbrötchen für 12 Cent und steigenden Einkaufspreisen und Personalkosten ist das wahrscheinlich durchaus eine Strategie, die man mittlerweile verfolgen muss, ne? Genau, also das Handwerk steht ja vor vielfältigen Herausforderungen. Da geht es eben um Produkte, die teurer werden, um Kundenanforderungen, die sich immer schneller ändern, aber eben auch um einen Markt, einen Arbeitsmarkt, der ein Bewerbermarkt geworden ist, wo es nicht mehr so leicht ist, Nachwuchskräfte und Fachkräfte zu finden. Und nach meiner Ansicht hat Volker Hansen das genau richtig erkannt. Die größte Gefahr in solchen Umbruchsituationen ist ja, die Veränderung zwar zu sehen, aber so weiterzumachen wie bisher. Ja. Also eben sich nicht zu verändern. Genau. Da packt er eben an und geht da eben auch mit super gutem Beispiel voran. Nicht nur für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch für eine ganze Branche. Weil nochmal so, also ich sag mal, New Work, das hat ja der Sozialphilosoph Friedrich Bergmann in den 70er Jahren geprägt, diesen Begriff. Und dass er das als Handwerksmeister sich so vornimmt. Er hat auch wohl ein Buch gelesen von Frédéric Laloux, da geht es um Reinventing Organizations. Das klingt ja erstmal total abgehoben und so, aber ihm gelingt das, das ganz konkret runterzubrechen auf sein Unternehmen. Zum Beispiel sagt er, er führt jetzt Mitarbeitergespräche und fragt da die Leute auch, was sind deine Interessen? Wie möchtest du dich bei uns einbringen? Und fordert auch mehr Eigenverantwortung ein von den Leuten. Und ja, das ist auch durchaus mal schiefgegangen, beschreibt er auch. Also da hat er dann gesagt, so, wir nehmen jetzt hier mal
Hierarchie raus. Ihr kümmert euch selbst um die Backstube. Und dann gab es da Maschinen, die einfach nicht mehr gewartet wurden eine Zeit lang. Bis dann irgendwann ein Kollege, der vorher immer eher so auf die anderen gezeigt hat, ja, das macht ihr schon, sich das vorgenommen hat, hat gesagt, so, ich repariere jetzt diese Maschine mal, ne, als die kaputt war. Und das ist natürlich ein Leidensweg. Da muss man auch erstmal ein bisschen Durchhaltevermögen zeigen. Aber Volker Hansen sagt, es zahlt sich aus. Ich glaube, vor allem im Hinblick auf die Zukunft ist das Ganze sehr interessant, auch um Auszubildende zu gewinnen, um Personal zu gewinnen. Wenn du so einen Rahmen an Eigenverantwortung hast, ohne dich jedes Mal gegenüber einem Chef auch rechtfertigen zu müssen, wer arbeitet nicht lieber, als wenn er eben auch für sich selbst oder für seine Überzeugung arbeitet? Und so, es geht auch da wieder um Berufung, um Purpose, wie man so häufig diskutiert. Und das ist natürlich etwas, was aus so einer Struktur ganz, ganz bewusst herausgekitzelt wird. Und da zeigt sich dann eben auch, wer richtig vom Herzen dabei ist. Und ich glaube, man ist auch mehr von Herzen dabei, wenn man sich eben verwirklichen kann. Wenn das Ganze von oben übergeholfen wird und du sollst dich dann damit identifizieren, dann kannst du Glück haben, dann kannst du eine Schnittmenge geben. Die Wahrscheinlichkeit ist aber eben relativ gering. Ne? Genau, und wenn wir auf den Nachwuchs gucken und was der Generation Z, wie sie ja so benannt wird, wichtig ist im Arbeitsleben, dann zeigen ganz verschiedene Studien, die Klassiker sind ja die Shell-Jugendstudie, McDonald's-Ausbildungsstudie und so weiter, dass denen folgende Werte wichtig sind, nämlich Sicherheit, Sinnhaftigkeit, Work-Life-Balance und Spaß am Beruf. Und all diese vier Punkte kann man eben mit so einer anderen Art der Zusammenarbeit, wo man die Eigenständigkeit fördert und auch Flexibilität ermöglicht, super hinkriegen. Wenn man das dann auch noch rumerzählt da draußen, dann glaube ich, hat man gute Chancen, auch die nächsten Ausbildungsplätze zu besetzen. Meinst du denn, das ist für alle Branchen möglich? Also weg von dieser Hierarchie zu gehen, weil das wäre ja schon, also gut, ich meine, andererseits, das Handwerk hat es damit bewiesen, also wenn MO3 das kann als Tischlerei und das Bäckerhandwerk das hinbekommt, warum soll das nicht auch zum Beispiel in irgendeinem Softwareunternehmen funktionieren? Ganz genau. Also ich denke schon, dass auch ich habe so Denkschranken und denke so, Mensch, aber in so bestimmten Schichtbetrieben und so, wie soll das denn funktionieren? Und da würde ich gerne alle Betriebe einladen, fragt mal eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, guckt mal, was die für Ideen haben, Arbeitsabläufe anders zu gestalten. Ich habe ja immer wieder gerne dieses Beispiel von einem ambulanten Pflegedienst, wo man ja auch denkt, naja, die alten Leutchen müssen können sie ja nicht mit nach Hause nehmen. Ja, aber da sich einfach zu überlegen, alles klar, unser Pflegepersonal nimmt den Dienstwagen mit nach Hause und dann gibt es Schichten, die fangen eben erst nach 8 Uhr an, sodass Eltern noch die Chance haben, ihre Kinder vorher in die Schule zu bringen. Und damit haben die ein enormes Alleinstellungsmerkmal und bekommen viel mehr Bewerbungen als die anderen Betriebe in ihrer Umgebung. Also nochmal mein Appell, sich nicht mit verschränkten Armen vor die Mannschaft stellen und sagen, so, geht bei uns alles nicht, sondern auch mal die inneren Scheuklappen öffnen und mal gucken, was doch möglich ist. Und vielleicht auch einfach mal, da sind wir wieder beim Mitarbeitergespräch, sich einfach mal mit den Leuten zusammensetzen, sagen, was ist denn euer Bedarf, was ist eure konkrete Lebenssituation, wie können wir darauf reagieren und einfach mal sozusagen eine Bestandserfassung machen und daraus ableiten, was möglicherweise auch von Unternehmensseite möglich ist, um da was zu bewegen. Genau, und neben dem KOFA, wo man ja auch viele Ansatzpunkte dafür findet, wie man nochmal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stärker einbinden kann in solche Abläufe, gibt es auch, und das ist jetzt ein Tipp von mir, die Zukunftsinitiative Handwerk 2025, kann man einfach mal googeln. Die haben auch ganz viele sehr konkrete Tipps, wie gerade Handwerksbetriebe sich zukunftsfest mit ihrem Personal aufstellen können. KOFA to go. Wissen zum Mitnehmen. Geht nicht, gibt's nicht, wenn es um attraktive und flexible Arbeitsmodelle im Handwerk geht. Worauf es dabei allerdings ankommt, das fasst Sibylle jetzt nochmal fix für Sie zusammen. Hier kommt der erste Tipp für Sie. Um attraktive Arbeitsbedingungen anbieten zu können, sollten Sie Ihre Beschäftigten fragen, was sie dafür brauchen. Finden Sie gemeinsam individuelle Lösungen, die zum Ablauf Ihres Betriebs, aber auch zum Alltag Ihrer Mitarbeitenden passen. Was ist denn der zweite Tipp? Profitieren Sie als Unternehmerin oder Unternehmer von den Ideen Ihrer Mitarbeitenden. Geben Sie im Arbeitsalltag auch mal Verantwortung ab, damit Sie genügend Zeit für die strategische Weiterentwicklung Ihres Betriebs haben. Und Tipp Nummer 3. Je größer die Eigenverantwortung Ihrer Beschäftigten ist, desto größer wird auch die Motivation. Wenn Mitarbeitende mitbestimmen können und in Entscheidungen einbezogen werden, ist die Akzeptanz und Loyalität höher. Profitieren Sie von dieser positiven Stimmung und schaffen Sie so eine wertschätzende Unternehmenskultur. KOFA to go. Wissen zum Mitnehmen. Machen Sie Ihr Unternehmen fit für die Zukunft und zugleich zu einem spannenden Arbeitgeber. Wie Sie das schaffen, das wissen wir jetzt. Und wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß dabei, neben der Arbeit, die das natürlich auch macht. Das nächste KOFA auf dem Sofa hören Sie am 23. Februar. Und dann geht es bei uns um die Frage Motivation und Bindung. Ist Gehalt alles? Wir schauen uns mal an, was Arbeitgeber alles bieten, um Fachkräfte zu finden und zu binden. Und eines verraten wir schon mal, es wird tierisch werden. Lass uns überraschen.
Machen Sie es gut. Bis nächstes Mal. Tschüss. Fachleute für Fachkräfte. Kofa auf dem Sofa. Der Podcast.